Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute haben wir uns mal einen Wirtschaftsprüfer eingeladen. Und zwar den Dirk Lachenmeier, ein super Wirtschaftsprüfer, mit dem wir verschiedene Eigenkapitalpositionen auch immer wieder bearbeiten für unsere Kunden. Und wenn Sie einen guten Wirtschaftsprüfer brauchen, Dirk Lachenmeier ist auf jeden Fall der Richtige für Sie. Das haben wir natürlich auch gleich genutzt, um uns eine Serie anzugucken. Und zwar eine Serie an Eigenkapital. Das hier, was Sie heute hören, ist der erste Teil aus einer Fünfer-Serie, also wir haben fünf Teile gehabt. Und zwar wirtschaftliches Eigenkapital und bilanzielles und wie das mit Förderprogrammen auch gestaltet werden kann. Warum hat das für Sie Vorteile mit dem Thema der Eigenkapitalverstärkung durch solche Konstrukte? Was kann man da machen? Und da das immer auch so einen prüfenden, steuerberatenden Bereich mit hat, haben wir uns halt diesen Wirtschaftsprüfer Dirk Lachenmeier dazugeholt, damit Sie auch sicher sind, dass das aus erster Hand ordentlich gesetzt wird. Und dementsprechend haben Sie jetzt natürlich ein mega Insight, warum. Das kriegen Sie ja so oft nicht irgendwie mal an die Ohren und deswegen freue ich mich, dass wir das hier mal als Audiospur mitbringen konnten. Und das haben wir schon vor, glaube ich, einem Jahr mal bearbeitet in dieser Folge von fünf, aber es ist immer noch aktuell und für Sie wichtig, warum mehr Eigenkapital heißt höhere Finanzierungsreichweite. Also bis gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Hallo bei uns hier im Talk zum Thema Fördermittel und deren angrenzenden Gebiete. Heute mal das Thema Eigenkapital. Und zwar Eigenkapital, wenn man es nicht hat, wo ist das Problem und was ist eigentlich nicht Eigenkapital? Besser gesagt, was ist Eigenkapital? Und damit auch die wirtschaftsprüfende und dementsprechend rechtlich ordentliche Seite da in der Bilanz betrachtet wird und was man mit dem Eigenkapital so machen kann, haben wir heute einen super Gast dabei, der als Wirtschaftsprüfer und weiteren Tätigkeiten genau der richtige Experte ist, um das auch buchhalterisch mal zu beleuchten, um Ihnen dementsprechend auch einen Mehrwert zu liefern. Hier ist der Dirk Lachenmeier, der wird sich gleich selber vorstellen. Kurz zu mir, hier ist der Kai Schimmelfeder auf dieser Seite und wir machen seit 25 Jahren Fördermittelberatung, ausschließlich auch nichts anderes. Sitzen in Hamburg, dementsprechend viele Mitarbeiter, den ganzen Tag machen wir nichts anderes, um Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen in jeglicher Gestaltung dementsprechend auch zu helfen. Das heißt, Unternehmenskauf oder Gründung, Energieeffizienz, Künstliche Intelligenz, Innovation, Nachfolge, Umwelt, all diese Themen, wo Geld im Unternehmen gebraucht wird, das ist unser Job in der Fördermittelberatung. Aber hier ist mal viel wichtiger, hier ist der Dirk Lachenmeier und da stellst du dich auch noch kurz vor. Ja, danke, lieber Kai. Ich bin Dirk Lachenmeier, Wirtschaftsprüfer seit 2003, Steuerberater seit 1999. Die letzten Jahre im Schwerpunkt, ähnlich wie der Kai, auch in Begleitung von Finanzierung mittelständischer Unternehmen im Bereich, wie verkaufe ich Unternehmen optimal und auch steueroptimiert. Und da sind rundherum um die Themen immer wieder die Frage, wie finanziere ich und wie kreiere ich Eigenkapital und wie schütze ich das Eigenkapital und wenn es in Richtung Verkauf geht, wie optimiere ich einen Unternehmensverkauf und steigere mein Eigenkapital schlussendlich durch den Verkauf des Unternehmens. Das sind die Schwerpunkte. Ziel ist immer für unsere Kunden hier in Deutschland kein Steuerparadies zu finden, aber doch die Steuern zu optimieren, weil am Ende des Tages weniger Steuern heißt mehr Gewinn, mehr Liquidität, lieber Kai, mehr Investitionsfähigkeit und Unternehmenswert, Vermögenssteigerung. Und da dafür stehen wir und freuen uns mit dem Kai hier uns gut ergänzen zu können. Ja, super. Dann haben die Zuhörer, Zuschauer auch einen dementsprechenden Eindruck. Also Thema Eigenkapital ist hier der Kernpunkt und zwar, viele haben zu wenig Eigenkapital, das ist das Hauptproblem.
Wie man das regeln kann, wollen wir hier beleuchten. Das Problem ist bei wenig Eigenkapital, es ist oftmals dementsprechend auch keine Vermögenslage vorhanden. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, sei es ein laufender Betrieb oder auch ein junges Unternehmen, also ein Gründer oder ein Startup, und wir fragen nach dem Eigenkapital, und dann ist halt wenig bis gar nichts vorhanden oder nicht adäquat in der Verhältnismäßigkeit zur Investition. Ein Beispiel, wenn jemand sagt, ich brauche, was ich habe 500.000 Euro Investitionsvorhaben und habe nur, was ich 5.000 Euro Eigenkapital, dann ist das natürlich keine gute Ausgangslage. Ein anderer Fall, jemand hat eine 10 Millionen was ich, Investitionen vor sich für die nächsten ein, zwei Jahre und hat, was ich, 1 Million Euro Eigenkapital, dann sieht das Ganze schon besser aus. Das heißt, wir haben eine Verhältnismäßigkeit zwischen der Investition und dem Eigenkapital. Und wenn das Eigenkapital also nicht vorhanden ist, dann sehen fremde Dritte von außen, zum Beispiel Förderstellen oder auch Förderkreditbanken, Zuschussstellen, Beteiligungsgesellschaften aus Förderprogrammen, alles, was da so möglich ist. Von den über 5.000 Förderprogrammen ist ja auch ein Teil Eigenkapitalersatz. Darauf gehen wir nochmal später drauf ein. Also wenn das nicht vorhanden ist, dann kann derjenige auch wenig verlieren. Das klingt jetzt erstmal paradox, denn Förderung soll ja dem Unternehmen Zuschuss oder auch Förderkredit geben, also Möglichkeiten der Verbesserung des Wachstums. Aber wenn ein Unternehmen zu viel Unternehmensinvestitionen vorhat bei wenig Eigenkapital, dann belastet es sich selber mit dieser Verschuldung. Darauf geht nachher nochmal der Dirk später ein, also er lacht mir. Aber hier erstmal das Problem ist also, wenig Eigenkapital heißt wenig Umsetzungswahrscheinlichkeit mit erfolgreichem Abschluss bei Investitionen. Also wir selber sehen immer wieder Eigenkapital zu schlecht in den Investitionsprojekten. Das Zweite ist aber auch, ich habe mit wenig Eigenkapital nur eine geringe Finanzierungsreichweite. Das gilt für Gründungen wie für bestehende Unternehmen gleichermaßen. Soll heißen, wenn ich nicht genügend Eigenkapital habe, bekomme ich auch, und das ist das Thema Finanzreichweite, Finanzierungsreichweite, anderes Fremdkapital nur schwer hinzu. Jetzt werden einige Startupper sagen, ja, wenn es da Investoren gibt, dann habe ich auch wenig Eigenkapital, da zählt die Bewertung von meinem Unternehmen. Ja, ist auch eine andere Lage, aber der Regelfall heißt, wenn ich wenig Eigenkapital habe, dann oder hatte, dann habe ich auch nicht richtig viel zu verlieren, außer vielleicht, ich muss meine Idee irgendwie dann im Sande verlaufen lassen. Das mag jetzt hart klingen, aber Finanzierungsreichweite hängt auch vom Eigenkapital ab. Gerade bei bestehenden Unternehmen, die wenig Eigenkapital bisher generieren können, dann fragen wir uns immer, Mensch, was macht Ihr Unternehmen denn, dass Sie so wenig Eigenkapital haben? Nehmen Sie einen Handwerksbetrieb, 500.000 Euro Umsatz, der vielleicht vor Steuer eine 10% Betriebsergebnis hat, dann reden wir von 50.000 Euro, das muss vielleicht der Handwerker auch noch als Entlohnung entnehmen, dann ist da keine Eigenkapitalbildung. Ein Unternehmen, was kein Eigenkapital bilden kann, hat irgendwie kein adäquates Geschäftsmodell für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Denn wenn ich nie Eigenkapital generieren kann, also erwirtschaften kann, das ist das Kapital, was ich also nicht mehr brauche, dann muss man sich schon fragen, wie kommt das? Ja, also jeder von außen, gerade im Finanzgeschäft, wird fragen, wovon leben Sie eigentlich, wenn Sie kein Eigenkapital pflegen können? Das nächste ist auch, dass Sie natürlich bei wenig Eigenkapital schlechtere Bilanzdaten haben. Das wird der Herr Lachenberg gleich auch noch mal ein bisschen besser aufbohren. Schlechte Bilanzdaten heißt auch, bei einem weiteren Wachstumssprung wird immer geguckt, wie viel Eigenkapital bilden Sie selber ab und wie viel Fremdkapital brauchen Sie? Mal abgesehen von Zuschüssen oder Beteiligungen, wie viel Kraft hat das Unternehmen eigentlich selber bisher dazu aufwenden können, Eigenkapital zu erschaffen? Das nächste ist auch, die Bonität ist davon auch beeinflusst. Auch das nochmal im Detail gleich nochmal mit Dirk Lachenmeier. Aber von uns aus ist immer Folgendes, wenn wir Unternehmen sehen, die wenig Eigenkapital in der Bilanz schon stehen haben, die vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre schon operativ tätig sind und haben irgendwie nie Geld über, was man wirklich rücklegend als Eigenkapital verbucht, mit dem Steuerberater besprechend, aus dem Unternehmen quasi in Rücklage oder in Ausstellung bringen kann, dann fragen wir uns immer, was ist das Problem? Und das Problem liegt meistens daran, dass die Investitionen nicht richtig getätigt worden sind, dass die Finanzierungsstruktur nicht richtig optimal aufgestellt ist, dass irgendwo Kosten zu hoch sind, die Umsätze sind zu gering. Irgendetwas stößt ja gegen den möglichen maximalen Erfolg.
Und das sind nur die kleinsten Sachen. Hinzu kommt auch noch, wer kein Eigenkapital hat, kann auf Dauer auch nicht innovieren, also nicht Neues an Produkten und Dienstleistungen auf den Markt bringen. Warum? Das hat ja immer was mit Risiko zu tun, wenn ich was Neues auf den Markt bringen will. Das heißt, ich muss in Vorkasse gehen, also ich muss selber aus meinem operativen Geschäft Geld in die Hand nehmen, um etwas Neues zu entwickeln, ohne zu wissen, ob das am Markt auch perfekt ankommt. Und dafür gibt es in den seltensten Fällen von außen Kapital, mal von Technologie- und getriebenen Unternehmen, nicht von ausgehen, sondern von dem klassischen Mittelständler. Wenn der nicht selber Kapital in die Hand nimmt, dann wird das Wachstum auch nicht groß ausfallen. Also die Investitionsfähigkeit ist dementsprechend begrenzt, wenn ich nicht genügend Eigenkapital selber im Unternehmen habe. Der zweite Punkt ist also, was ist denn Eigenkapital? Ganz wichtiger Punkt. Der wichtigste Punkt ist, wie sieht es eigentlich der Steuerberater, bevor wir zu dem zweiten Punkt kommen, wenn zu wenig Eigenkapital vorhanden ist. Dirk, erzähl, wie siehst du das? Also mal eine ganz kritische Beleuchtung, damit wir nachher auf die Problemlösung durchkommen. Das eine Thema ist tatsächlich, wie sieht es der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer? Noch entscheidender tatsächlich ist, in unserer täglichen Beratungspraxis reden wir weniger über unsere Gefühlslage, sondern wir beleuchten aus Sicht eines Kapitalgebers, Banken etc., wenn die Bilanz vom Handwerker in die Hand kriegen und da drin haben wir eine Eigenkapitalquote, ich sag mal deutlich unter 20%. Das heißt, im Verhältnis von Vermögen laut Bilanz ist der Anteil des selbst eingesetzten Mittel unter 20%, sinkt deutlich die Kreditwürdigkeit. Sprich, die Thematik, neue Fremdmittel, klassische Darlehen werden sehr schwer zu beschaffen sein. Das heißt, die Größe Eigenkapital spielt, wie du richtig gesagt hast, ganz relevante Rolle, ob ich in Zukunft neue Finanzmittel auch von Dritten, ob es jetzt Eigen- oder Fremdkapital sein soll, eine wichtige Rolle. Und der erste Griff hier ist klar von uns, wie aber auch von Banken und Kapitalgebern immer die Bilanz, also leider Vergangenheitsdaten, ne, die Bilanz als Analysehilfsmittel und erster Blick rein. Und wenn da schon die bisherige Eigenkapitalbasis zu dünn ist, kriegt man auch gerade im heutigen Umfeld keine klassischen Darlehen mehr. Selbst dann ist natürlich deine große Kunst, da weiterhelfen zu können, weil es besteht ja dann die Möglichkeit, mal durchzuleuchten, ob es nicht tatsächlich Möglichkeiten gibt, mehr Eigenkapital in die Bilanz reinzubringen. Legal natürlich, ne? Und das kann ja sein, dass es Wirtschaftsgüter gibt, die der Unternehmer einsetzt, die er bisher gar nicht bilanziert hat. Und da schaut man sich mal an, was gibt's denn alles, was noch gar nicht in der Bilanz drin ist, aber betrieblich genutzt wird. Mal jenseits von der Thematik, dass immer nur Geld Eigenkapitalmittel sein können, sondern es gibt ja auch die sogenannten Sacheinlagen. Also da gucken wir dann ganz genau drauf. Das machen wir nochmal im späteren Punkt, und der Blick genau. Des Eigenkapitals. Ich will eine Frage stellen an dich, Dirk. Ist das so, dass ja. einmal wirtschaftliches Eigenkapital und bilanzielles Eigenkapital, siehst du das in dem Punkt? Dann würden wir das nochmal später noch beleuchten. Wirtschaftliches und bilanzielles Eigenkapital. Der erste Blick ist tatsächlich für jemand von außen, der die Firma, der die Verträge und alles nicht kennt, immer das sogenannte bilanzielle Eigenkapital, was die Saldogröße Vermögen minus Schulden ist. Tatsächlich hast du natürlich recht, dass einige Positionen und Kredit- oder Darlehensmittel, Fremdmittel aus Bankensicht auch sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapital darstellen können. Wir machen jetzt, glaube ich, nur kleine Beispiele, aber eines könnte sein, zum Beispiel ein Gesellschafterdarlehen oder Darlehen nahe Angehörige, welches mit einem Rangrücktritt, so nennt man das, technisch versehen ist. Wenn das die Bank weiß, den Vertrag kennt und weiß, dieses Darlehen ist sehr langfristig und wird nicht im Moment nicht zurückgezahlt, sondern tritt hinter andere Gläubiger zurück, dann kann das sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapital darstellen. Und die Bank addiert dieses Darlehen zum sonstigen bisherigen bilanziellen Eigenkapital dazu. Das lassen uns nochmal gleich strukturiert weiter aufbohren. Ja. Bevor ich das aber noch einsteige, das wäre ja schon eher so ein Lösungsansatz.
Ich möchte auch noch mal aus unserer Beraterpraxis sagen, was jetzt Eigenkapital ist, ist das normalerweise Bargeld. Dazu gehört ja das Stammkapital einer Gesellschaft oder das Grundkapital einer AG und verschiedene andere Sachen auch. Aber im Kern reden wir hier, wenn wir in der Fördermittelberatung reden, deswegen beleuchten wir das ja auch von verschiedenen Punkten, was liegt an Barmitteln vor? Warum fragen wir das so? Weil das ist das, was eine Förderstelle oder eine Förderkreditbank sofort erkennt. Was liegt an Barmitteln vor? Wenn wir also ein Investitionsvolumen von einem produzierenden Gewerbe haben, das ist, was ich aus dem, der produziert Maschinenbauanlagen. Ja, so. Und der will investieren in eine neue Produktionsstrecke, die kostet, was ich, 5 Millionen Euro und sagt, ich habe selber, wohl weiß ich der letzten Jahre, die wir gut gearbeitet haben, was weiß ich, 1 Million Euro schon zurückgelegt, das ist alles separiert. Das liegt auch als Vermögen vor, das ist unbelastet, das ist auch kein Kredit, sondern das haben wir erwirtschaftet und ich brauche aber 5 Millionen, 1 Million habe ich selber. Dann haben wir hier so einen Faktor, 20% hat er selber an Bargeld, das liegt auf dem Konto des Unternehmens und braucht noch 4 Millionen. Das ist relativ für uns dann einfach, diese 5 Millionen zu generieren, weil da schon 1 Million an Bar vorliegt. Das er nicht braucht aus dem Cashflow, das braucht er für nichts, für keine Löhne, für keine Gefahren. Das liegt einfach so rum, sage ich mal. Ja. Es ist auch nicht irgendwie abgesondert, sondern es liegt einfach so rum als Liquidität auf dem Konto. Das ist das eine. Bei einem Gründer, Startup, egal in welcher Form, ob jetzt analog oder digital, wenn da zu wenig Barvermögen vorliegt, dann ist das eine ganz andere Lage. Deswegen ist auch diese Information hier so elementar. Wenn wir Anfragen bekommen und jemand braucht, was ich, 500.000 Euro für ein Franchise-Konzept mit den ersten 1, 2 Jahren Anlaufkosten, meinetwegen sind das 500.000 Euro, und der selber hat nur, ich sag mal, 5 oder 10.000 Euro, dann mag das aus seiner Sicht sehr viel Geld sein. Aus unserer Sicht, aus der Sicht des, auf die Barvermögenslage, ist das natürlich eher, ich sag's mal, das ist fast ein Trauerspiel. Warum? Warum hat der jetzt so wenig Eigenkapital? Ja, warum hat der so wenig Eigenkapital? Das machen wir auch nochmal im Extrapunkt, wie man das Eigenkapital von außen verbessern kann. Aber das ist die erste Frage. Warum, wenn ich 500.000 Euro mich verschulden will und habe nur 10.000 oder 5.000 Euro Barvermögen, dann wirkt das schon mal nicht schön bei einer Antragstellung. Also erstmal von der Wirkung her. Und da ja viele Förderanträge Tischentscheidungen sind, das heißt also ein fremder Dritter entscheidet über Ja und Nein zu diesem Förderantrag, kann man das auch nicht irgendwie groß erklären, wie das war. Man kann es zwar schriftlich darstellen, warum jetzt das Eigenkapital nur 10.000 Euro ist, aber wir würden diesen Fall gar nicht umsetzen, das muss man dazu sagen, weil das Eigenkapital zu gering ist, wenn ich 500.000 Euro Investitionsvorhaben plane. Auf der anderen Seite weiß ich also, ich habe jetzt, das Eigenkapital ist erstmal grundsätzlich das Barvermögen. Als Wirtschaftsprüfer wirst du noch andere Sachen sehen. Kannst du uns noch 2, 3 Sachen sagen, ganz kurz, was ist aus deiner Sicht noch Eigenkapital? Ich fange mal so an. Tatsächlich das härteste Äquivalent für Eigenkapital, wie du sagst, ist Bargeld, Geldmittel, wie der Nennwert ist. Aber gerade in dem von dir auch mit skizzierten Fall eines Startups, haben wir ja oft die Sachlage, dass schon zum Beispiel eine Geschäftsidee zum Beispiel schon ein Patent vorliegt. Möglicherweise, ne? Patent realisiert ist und eingetragen. Dann wäre ein werthaltiges Patent ein geeignetes Einlagemittel in so eine Unternehmung, ein immaterieller Wert. Natürlich ist der nicht so hart wie Bargeld, weil aus diesem Patent muss ja zunächst die Geschäftsidee erfolgreich entwickelt und danach Umsetzung und hoffentlich Gewinn gemacht werden. Aber es wäre von der Sache her ein geeignetes Einlagemittel. Also Patent. Okay. Probates tägliches Mittel. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel zum Sofort verstehen. Ich habe ein privates Auto, das soll auch noch was wert sein. Habe ich bisher als Privatperson gekauft, kann ich natürlich als Sacheinlage auch ein Auto reinbringen oder eine zukünftig betrieblich genutzte Immobilie. Welche Vor- und Nachteile sind da noch? Steht auf einem anderen Stern. Sacheinlagen, ne? Also Immobilien, Sachgegenstände. Aber auch eben eventuell materielle Werte, wie zum Beispiel ein Patent. Ja. Okay, das ist schon mal ein guter Ansatz, weil für viele, wir sind ja sehr stark Barmittel dann fixiert. Für eine Förderantragstellung würde das Thema echt getrennt bewertet werden. Was ist Bar und was ist halt vielleicht Sache? Aber hier schon mal der Tipp, damit kann man natürlich auch seine Eigenkapital
Parameter verbessern. Zwar nicht mit einem harten Kernkapital aus Barvermögen oder Stammkapital, aber ich habe schon mal andere Assets, andere Werte, die meine gesamte Bilanz natürlich besser darstellen lassen, um dementsprechend auch eine Finanzierbarkeit der Zukunft einfacherer, sag ich mal, gestalten. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt möchte ich mal abgrenzen, was Eigenkapital nicht ist, weil wir oftmals diese Anfragen haben. Eigenkapital zum Beispiel ist nicht aus der Fördermittel- und Finanzierungssicht, wenn der Vater eine Grundschuld in sein Haus eintragen lässt, damit der Sohn sein Startup machen kann, oder wenn wenn jemand sagt, ja, ich habe zwar keine Barmittel oder nur geringe, aber ich habe hier noch eine Verwertung von einer Bürgschaft von mir. Das ist auch kein Barmittel und damit auch kein Eigenkapital. Das sind zwar Sicherungselemente, und das ist auch ganz lobenswert, aber für das reine Verlustvolumen, also für das Barmittel, was ich verlieren kann, ist es kein Ersatz. Ich brauche oftmals beides. Das heißt also, ich brauche Barmittel und ich brauche noch zukünftige Sicherheiten. Das sieht der Wirtschaftsprüfer nochmal anders, das haben wir ja gerade schon festgestellt. Aber was nützt mir das, wenn ich ein tolles Patent habe und es ist noch nicht in operativer Tätigkeit, das heißt, ich habe es noch nicht in die Umsetzung gebracht, dann ist es für eine Förderbank oder für eine Zuschussstelle nicht wertbar bei Zerschlagung. Das ist das, was wir hier auch darstellen wollen. Das eine ist die Sicht, wie kriege ich so ein Unternehmen oder eine Investition angeschoben? Und das andere ist, wie komme ich natürlich in meinen Bilanzdaten anders daher? Das zweite ist auch, wir haben dann, kriegen Anfragen, ich habe nur, was ich, 30.000 Euro, brauche aber 500.000 Euro, reicht das? Ich sage, naja, es wird natürlich schwierig. Naja, meine Mutter oder mein Vater würden auch nochmal persönlich bürgen. Das ist zwar auch ganz nett, sind wir aber auch kein Freund von, aus verschiedenen Gründen, aber es ist kein Eigenkapitalersatz. Eine private Bürgschaft ist auf keinen Fall Eigenkapitalersatz. Außer jemand, und da kommen wir noch zu einem späteren Zeitpunkt drauf zu, hat aus dem privaten Familienbereich, was ich, 50.000 Euro liegen und gibt sie dann dem Unternehmen unter verschiedenen vertraglichen Bedingungen, das machen wir auch nochmal an einem anderen Punkt, mit der Ausgestaltung von Kapitalüberlassung, dann hätte diese Person, die vorher kein Eigenkapital hätte, durch eine ordentlich vertraglich geregelte und wirtschaftsprüfend standhaltende Vertragssituation Eigenkapital möglich, obwohl es von fremden Dritten genommen wird. Dazu kommen wir nochmal an anderer Stelle. Aber nur, ja, das kann man machen, aber es ist erstmal eine Vertragssituation herzustellen. Das heißt, es ist nicht sofort Eigenkapital. Man muss es erstmal dazu machen. Das heißt, man muss das von der Farbe her anders anmalen. Was auch keine Eigenkapitalsituation ist, wenn jemand sagt, ja, da gibt es eine Bürgschaftsbank, das ist ja aus dem Förderprogramm ein approbates Mittel, dann hätte ich ja genügend Sicherheiten. Ich sage, ja, aber wir haben ja nach Eigenkapital gefragt. Und wenn Sie kein Eigenkapital zu verlieren haben, dann haben Sie kein Vermögen zu verlieren. Dann kommt es wieder das Gleiche, warum haben Sie kein Vermögen und warum sollte Ihnen Dritter Geld geben, wenn Sie selber nichts verlieren können? Das ist oftmals für Gründer ein schwieriges System. Zur Lösung kommen wir noch. Sehr schwierig. Für bestehende Unternehmen ist es wieder das Gleiche. Dann habe ich vielleicht Vermögenswerte aufgebaut. Ich kann Maschinen als Sicherung abtreten oder Betriebsimmobilien abtreten. Aber auch da, das ersetzt nicht das Eigenkapital. Nee. Das muss kein Ausschluss für eine Finanzierung sein. Aber wenn wir nach Eigenkapital fragen, dann meinen wir Barvermögen, Cash in a Tash, was unbelastet liegt. Dazu möchte ich hier nochmal gleich eine Beleuchtung geben. Wenn der Cashflow eines Unternehmens, was ich 500.000 Euro im Jahr ist, vor Steuer, und wir würden nach dem Barvermögen fragen, dann tragen auch viele ein, ja, ich habe 500.000 Euro und sage, ist das unbelastet, da müssen wir Steuern von bezahlen. Nee, da müssen wir noch Steuern von bezahlen. Ich sage, Mensch, da gehen da schon mal 30 bis 50% von ab, je nachdem, wie sie es versteuert haben. Und dann haben sie noch die Hälfte. Ich sage, müssen wir noch Rücklagen bilden? Ja, Rücklagen müssen wir auch noch bilden. Was ist mit der nächsten Jahr? Nächstes Jahr wollen wir auch noch Geld investieren. Ich sage, wie viel von den 500 ist denn am Ende wirklich für das neue Investitionsvorhaben nutzbar, ohne dass sie Schmerzen damit haben und ohne dass sie es brauchen? Also wenn sie es verbrennen würden, würden sie es nicht merken. Ja, 50.000 Euro. Und dann merkt man relativ schnell, das Unternehmen ist ja ein lebender Organismus und ist es kein Sparschwein. Also man muss sich vorher genau klar machen, was kann ich aus meiner Liquidität, von meinem Konto, von meinem Cashflow eigentlich unbeschadet nehmen, und das will ich als Eigenkapital darstellen. Dann nochmal ein Standby-Feedback von Dirk Lachenmeier aus deiner Sicht, was nicht Eigenkapital ist. Gibt's gar nicht so viel zu ergänzen, aber tatsächlich
ist, sagen wir, das härteste Eigenkapital ist tatsächlich das, was Bargeld ist. Das heißt, abgegrenzt, alles, was ich von fremden Dritten bekomme, und wir haben keine, auf die vertraglichen Vereinbarungen kommt zum einen, ich habe keine gescheite Vereinbarung mit dem Dritten, wie lange wird das überlassen, was ist, wenn mein Unternehmen Verluste macht, nimmt es dann an der Verluste teil. Das heißt, wenn wir keine guten Regelungen haben, ist alles, was von außen kommt, sage ich mal ganz pauschal, fremd. Fremdkapital, Darlehen zurückzuzahlen, möglicherweise sogar relativ kurzfristig ohne spezielle Vereinbarung. Ne? Also von dem her, Eigenkapital kann ich so abgrenzen, ist nur das, dass langfristig dauerhaft zur Verfügung steht als Haftungsmasse gegen Verluste, also bei Verlustrisiken ausgesetzt ist, minimiert werden kann. Andersrum, Eigenkapital nimmt dann eben am Gewinn teil. Das wollte ich noch reinbringen. Also eines der wesentlichsten Sachen dabei ist immer gescheite vertragliche Gestaltung. Die brauche ich nur einmal nicht. Und das ist natürlich das, was du erwähnt hast, wenn ich schon einen laufenden Betrieb habe, der Gewinne macht und ich entnehme die Gewinne nicht, schütte sie nicht aus, sondern bilde Rücklagen. Das ist natürlich eigentlich auch der beste Eigenkapitalgenerator, nämlich aus einem laufenden Geschäft Eigenkapitalsteigerungen generieren zu können. Ne? Ja, okay, dann lass mich noch was ergänzen. Das ist mir gerade eben noch eingefallen. Eine Abtretung von Lebensversicherungen ist auch kein Eigenkapital. Oder auch alles, was so Abtretung ist, Depot von Aktien und sonstiges. Sind Sicherungsmittel. Genau, ja, und das auch nur noch begrenzt. Nur, dass das die Hörer auch wirklich gleich mitbekommen. Das soll nicht negativ wirken, sondern schützen Sie Ihre Geschäftsidee, nutzen die richtigen Finanzierungspositionen. Das hat jetzt der Glachmeier schon dementsprechend da erläutert. Wir kommen nämlich gleich zu dem Thema, wie man schon mal grundsätzlich, wenn man zu wenig Eigenkapital hat, diese vertragliche Gestaltung, die wir schon öfter angesprochen haben, oder welche Punkte gibt es da eigentlich, wie kann man aus fremdem Kapital Eigenkapital generieren, dass das auch wirklich ordentlich nach deutschen gesetzeskonformen Regeln und EU-weiten Regeln sogar auch nutzbar ist für eine weitere Fördermittelfinanzierung. Dazu kommen wir gleich. Ich will nochmal die Überleitung machen. Wir haben Barmittel als Eigenkapital, wir haben fremdes Mittel als Fremdkapital und dazwischen, wenn man sich so zwei Kreise, so Schnittmengen vorstellt, wie früher in der Schule, ich habe also eine A-Masse und eine B-Masse, die sich überlagern und das ist die C-Masse oder das C-Feld, dann ist das in der Mitte, wenn sich A und B überschneiden, diese Schnittmenge, das nennen wir bei Fremdkapital und Eigenkapital ähnlichen Gestaltungsoptionen halt hybrides Material, das heißt, das hat Anteile von Fremdkapital, aber auch Anteile von Eigenkapital. Im Fachbereich heißt das Mezzaninkapital, das werden vielleicht viele schon mal gehört haben. Und Mezzanin kommt aus dem Italienischen und heißt eigentlich Zwischengeschoss. Zwischengeschoss ist das Geschoss, was zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk ist. Oder wenn jemand auf dem Düsseldorfer Flughafen öfter mal rumläuft, da gibt es wirklich einen Mezzaninflur, also einen Zwischenflur zwischen dem dritten und vierten Decksbereich von Düsseldorfer Flughafen. Da steht das extra oben auf großen Tafeln dran. Also falls Sie das Bild mal sehen, das ist zwischen zwei Stockwerken. Und Mezzaninkapital ist das, wovon wir teilweise schon gesprochen haben. Das ist gestaltetes, rechtlich ordentlich gestaltetes Fremdkapital. Was das ist, machen wir gleich. Nur, dass Sie schon mal gehört haben, ich kann eigenes Barvermögen als Eigenkapital haben. Ich kann Fremdkapital in Form von Darlehen, Krediten, Förderung nutzen. Es gibt aber auch eine Zwischenlage. Es gibt sogar Förderprogramme, die als Mezzanin, also als Zwischengeschoss quasi, dargestellt werden. Eine Mischung aus Fremdkapital und Eigenkapital. Bevor wir dazu kommen, machen wir jetzt hier vom Dirk mal so die 4, 5 wichtigsten Punkte, wie man aus der Sicht auch vom Buchhalterischen her, auch in Abgrenzung von der Zinszahlung, der Bilanzbelastung, das Eigenkapital gestalten kann. Wir nutzen das oftmals bei Projekten mit Investoren zusammen oder auch mit familiären Geldgebern. Ja.
Und darauf geht der Herr Lachenmeier nochmal ein. Was muss eigentlich gemacht werden? Jetzt keine Vertragsstruktur, aber so die fünf wichtigsten Punkte, damit vielleicht von der Familie, von Freunden oder von dritten Fremden Kapital, was von denen kommt, bei Ihnen, bei dir hier im Unternehmen, ob im Bestandsunternehmen oder im Startup oder Gründungsbereich, ist völlig egal, als Eigenkapital offiziell auch genutzt werden kann. Wohlweislich, dass es von fremden Dritten kommt und es auch dort zurückfinanziert werden muss. Dirk, hau mal rein, die meisten fünf Punkte elementar. Okay, gucken wir mal, dass wir auf die fünf kommen. Vier habe ich auf jeden Fall. Wir müssen schauen, also ihr braucht immer eine vertragliche Regelung. Also hier müssen wir schriftlich agieren. Mündliche Vereinbarungen halten da nichts. Bei einer mündlichen Vereinbarung wird jeder seriöse Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sagen, dieses Kapital, das du von Family and Friends bekommen hast, das dürfen wir nicht als Eigenkapital buchen. Wir brauchen eine vertragliche Grundlage. Was gehört rein? Mindestens das Kapital muss von den Kapitalgebern mindestens 5, eher 7 und mehr Jahre. Kai hat in seinen Strukturen 7 und mehr Jahre. Also eine dauerhafte, längerfristige Überlassung. Es muss klar geregelt sein, dass im Falle einer möglichen Unternehmensinsolvenz oder Krise dieses Geld erst zurückgezahlt werden kann, auch außerhalb dieser 5 bis 7 Jahresfrist, wenn alle anderen Fremdkapitalgebergläubiger zuvor befriedigt wurden. Das ist also echtes Risikokapital und deshalb Haftmittel, zumindest wirtschaftliches, wenn nicht gar finanzielles Eigenkapital. Also langfristige Überlassung, nachrangig, das heißt ähnlich wie du als Unternehmensinhaber. Du bekommst dein Kapital aus dem Unternehmen erst zurück, wenn alle anderen bedient sind. Dieses Kapital, die Family and Friends Person dir überlassen, muss eine erfolgsorientierte Vergütung haben. Das heißt, es muss irgendwo abhängig vom Gewinn vergütet werden. Das ist das Positive. Und das ist aber eine notwendige Voraussetzung für die Einordnung als Eigenkapital. Andersrum ist das Risiko, dass im Falle von Unternehmensverluste auch dieses Kapital durch Verlustteilhabe aufgezehrt und bis auf null verbraucht werden kann. Das eben nochmal die Thematik Haftungsdeckungskapital und heißt Verlustdeckung. Andersrum haben wir natürlich die Chance, wenn es gut läuft, wenn Gewinne sind, eine überproportionale Verzinsung zu bekommen. Ne? Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte, wie das Kind das die Kapitalüberlassung dann heißt, ist mal im ersten Schritt irrelevant. Sind aber typischerweise solche Mezzaninen-Programme. Aber die wichtigsten Punkte nochmal kurz. Kai, ergänzt bitte, wenn ich was vergesse. Nachrangigkeit, Langfristigkeit, Verlustteilhabe, Verlustrisiko, andererseits erfolgsabhängige Vergütung, überproportional. Und was habe ich noch jetzt noch was vergessen? Ich glaube, das waren die wesentlichen Punkte. Ja, das Thema Langfristigkeit ergänzt sich und zwar, damit es eindeutig wird. Die meisten Kreditverträge oder Kapitalüberlassungsverträge haben eine Laufzeit, die laufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 Jahre. Bei diesen Bereichen, der Dirk Lachenmeier gerade angeführt hat oder auch bei uns, ist es so, das ist kein Vertrag, der ein Ende hat, sondern die Langfristigkeit wird dadurch schon mal dargestellt, dass es mindestens aus unserer Sicht 7 Jahre sind. Einige machen 5, wir lieben 7 Jahre. Und in der Zeit auch nicht gekündigt werden kann, außer es ist ein Bruch der Verwendung. Das heißt, da steht nicht, es ist eine Laufzeit von 7 Jahren. Dann wird es auch schon bei vielen wirtschaftsprüfenden Einheiten schwierig, das als echtes Eigenkapital zu nutzen, sondern die Mindestlaufzeit ist 7 Jahre. Und oftmals gekoppelt mit einer Kündigungszeit von circa 2 Jahren. Das heißt, der kann frühestens ab dem 5. Jahr kündigen, zu sagen, okay, ich kann zwar im 4. Jahr kündigen, aber er wird es vor Ende des 7. Jahres nicht zurückbekommen. Und das meistens auch erst dann, wenn von dem Unternehmen die Bilanz in dem Jahr fertig ist, in dem es eigentlich dann zur Kündigung gekommen ist. Warum? Es darf ja nicht dazu führen, diese Rückführung, deswegen ist es ja so risikohaftes Kapital, was von fremden Dritten kommt, aber als Eigenkapital im Unternehmen verwertet wird,
dass es da zu einer Schlechterstellung des Unternehmens kommt, möglicherweise sogar zu Bilanzverschlechterungen, die dazu führen, dass das Unternehmen untergehen würde. Also so weit haftet dieses Kapital mit. Es ist halt wie echtes Eigenkapital, nur von fremden Dritten. Und da bitte unser Tipp, wenn es einfach, oftmals kommen Menschen zu uns und so, ja, mein Vater hat mir 50.000 Euro gegeben oder wir haben in der Familie, wir sind seit 3 Generationen im Metallbauvertrieb, wir haben zusammengelegt, wir haben alle mal 300.000 Euro schon mal aufs Konto eingezahlt. Ich sage, mit welcher Vertragsgrundlage denn? Und dann sagen sie ja, nee, einfach eingezahlt. Ich sage, schade, da hätten wir jetzt einen tollen Satz gemacht, indem wir das als Eigenkapital dargestellt werden hätten können. Hätte man schon ganz viele andere Bonitätsverbesserungen einleiten können. Da wäre die Kreditreform dankbar gewesen, die Bank wäre dankbar gewesen, weil das, was wir vorne besprochen haben, dass es keine Vertragsgrundlage gibt, wie das fremde Kapital ausgestaltet ist, führt immer dazu, dass alle anderen sagen, naja, wenn es nicht wie Eigenkapital ausgestaltet ist, dann ist es auch kein Eigenkapital. Also hier nochmal der Tipp zu meinem Ende. Das letzte Wort hat der Dirk Lachmeier. Zu meinem Ende. Bevor Gelder transferiert werden, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Fördermittelberater fragen, Rechtsanwalt auch noch, warum. Einmal kontierte Transferseinheiten sind aus unserer Sicht nicht mehr zu revolvieren, also nicht mehr zurückzunehmen. Aber wenn das einmal geflossen ist, ist es so, da was rumzudoktern, da halten wir gar nichts von. Das wird am Ende immer negativ ausgelegt. Also vorher viel Gedanken machen, vorher fragen. Sie haben alle genügend gute Berater um sich herum. Wenn Sie sich damit nicht auskennen, schreiben Sie den jeweiligen Herrn Lachmeier oder mich oder mir hier auch eine E-Mail. Aber entscheidend ist, dass das vorher geplant wird, wie auch eine gesamte Investition vorher zu planen ist. Ich habe meinen Text gesagt, mache ja noch ein Schlusswort, aber dir gebührt nochmal der Hot-Tipp des Tages. Ein Hot-Tipp des Tages, okay. Ganz kurz schließe ich mich noch deinem letzten Satz an. Im Nachhinein was zu machen, ist äußerst diffizil. Machbar oft noch, bloß ein kurzer Tipp, ist unterm Jahr passiert, ne? 30.09. hat jemand Geld reingegeben, heute haben wir den 8. Oktober. Natürlich kann man es jetzt noch, jetzt eine vertragliche Vereinbarung treffen. Bilanzstichtag wäre der 31.12. Vor dem Bilanzstichtag hat man da noch Handlungsmöglichkeiten und sagt, wir hatten Folgendes vor. Und dann regelt man es noch. Dann steht es in der nächsten Bilanz in der richtigen Stelle. Viel blöder ist, was in der Praxis am meisten passiert. Naja, der Unternehmer redet mit dem Steuerberater nicht, macht es, kommt dann nächstes Jahr am 15. März, guck, jetzt mach mal eine Bilanz und dann diskutiert man nach dem Stichtag darüber. Dann kann man rückwirkend legal an diesem Fauxpas nichts mehr machen. Kleiner heißer Tipp. Auch vielleicht für zukünftige Folgen noch einen kleinen Übersteuern haben wir ja gar nicht geredet, soll auch ja nicht im Mittelpunkt stehen. Aber es gibt tatsächlich die Möglichkeiten, dass wir Eigenkapital oder Mittel, die ins Unternehmen kommen, zum Beispiel Family and Friends, als Eigenkapital bilanzieren. Jedoch es schaffen, günstiger Fall, das Unternehmen macht dann Gewinne, die Eigenkapitalgeber, zum Beispiel stille Beteiligte, bekommen dann eine Gewinnverzinsung. Und es ist eben möglich, im Vergleich zu anderen Gewinnausschüttungen ungewöhnlich, dass dieser Gewinnanteil des stillen Beteiligten als Betriebsausgabe mit steuerlicher Abzugsfähigkeit dein Unternehmen generiert werden kann. Also dort steuerentlastend wird. Klar, der Kapitalgeber muss es als Einkünfte versteuern, in der Regel Einkünfte Kapitalvermögen. Aber es ist eben so, dass der Geldabfluss aus dem Unternehmen quasi Gewinnausschüttung beim Unternehmen nochmal steuersenkende Wirkung hat. Ein kleiner Tipp am Rande. Das waren die ersten Informationen aus dem Bereich mit dem Dirk Lachenmeier. Und wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie einfach direkt an. Der hat eine Website, Dirk Lachenmeier, und dementsprechend können Sie da auch schon die nächsten möglichen Schritte weitergehen. Entscheidend ist nur, dass Sie das einfach mal auf Ihr Unternehmen, auf Ihre Planung, auf Ihr Projekt übertragen können, um sich damit auch dann den Vorteil zu sichern. Das war's von dieser Stelle. Wir schauen mal, ob wir noch mehr von solchen megamäßigen Informationen bekommen können. Warum? Da geht's ja ums Geld, und zwar um Ihr Geld. Und das wollen wir Ihnen natürlich dementsprechend auch besser darstellen können. Also, hier war der Kai Schimmelfeder, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!